Hallo und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich begrüße euch zum Ghost Train. Es ist etwas passiert, das jetzt ja nicht mehr rückgängig gemacht werden kann und super belastend für mich ist. Und auch für euch. Ich bin gerade in Ghost Train schon bei der dritten Nacht. Und wollte gerade nachschauen, wie lange ich denn schon aufnehme. Ja, ihr könnt es euch denken. Ich nehme nicht auf. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es mache. Also ich werde jetzt ab diesem Punkt hier natürlich weiterspielen. Und das euch dann in die erste Folge schneiden. Ich werde jetzt bis zu diesem Punkt, also nachdem ich... Das macht auch keinen Sinn, wenn ich nachdem ich gespielt habe. Es macht gar keinen Sinn. Ich werde an dem Punkt jetzt neu aufnehmen, beziehungsweise es neu starten, das Spiel. Wir haben jetzt schon einiges, ja, und ich habe jetzt schon einiges gehört und gelesen, beziehungsweise gesehen. Ich meine, es ist nicht ganz so schlimm, weil ich das Spiel eh schon kannte. Das ist eigentlich mein favorite Chiller's Arc Game bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich bis jetzt auch noch nicht so erschrocken oder generell nicht erschrocken, weil noch nicht viel Gruseliges in dem Sinne passiert ist. Aber wir haben halt schon viel Story jetzt durchgespielt. Es ist jetzt einfach blöd gelaufen. Das ist halt auch einfach mein Fehler. Kommen wir davon, wenn ich immer fünffach, vierfach versuche aufzunehmen, beziehungsweise Tests mache, dass alles läuft und dann läuft am Ende dann die Aufnahme nicht. Perfekt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen abgefuckt von mir. Egal, wir machen es jetzt einfach so. Wir starten das einfach neu. Ich habe überlegt, ob ich jetzt ab dem Punkt einfach jetzt hier weiterspiele. Bis zum Ende und dann den Anfang nochmal neu spiele. Aber das werde ich jetzt nicht, weil das macht gar keinen Sinn. Dann habe ich schon ein Ende im Kopf, dann habe ich schon die Story im Kopf, weiß ich schon, was passiert. So weiß ich ja jetzt natürlich auch, was bis dahin passiert, aber ich weiß danach noch nicht alles. Deswegen, wir gehen in ein neues Spiel. Ich übersetze nochmal alles neu. Wir machen es jetzt nochmal neu. Jetzt habe ich ein bisschen Zeitdruck, weil ich heute natürlich das hochladen wollen würde, die erste Folge. Wurscht. Passiert. Ist jetzt so. Ich wünsche euch natürlich trotzdem viel Spaß beim Let's Play. Es kommt jetzt die nächsten Tage. Ich versuche jetzt auch wieder nicht mehr so genervt zu sein, weil Fehler passieren. Das ist normal. Es tut mir auch wirklich leid für euch, dass ihr jetzt nicht das Original erste React bis zur dritten Nacht von mir seht. Weil ich ja doch schon ein bisschen angespannt war. Aber jetzt, ja. Wir machen das Beste draus. Ich glaube, das ist ganz cool. Und dann gehen wir jetzt einfach rein. Okay, yes. Ach, das ärgert. Das ärgert sowas. So, wir sind Kensuke Tanaka 42. Wir sind männlich. Und wir sind ein Verkaufsmanager. Merkt schon, Hintergrundbüroarbeit. Es ist der 24.07. Wir sind in der U-Bahn. Ja. Oh, hab vergessen, das ist noch das Inventar. Es ist immer so hell. Ah, da ist noch etwas Zeit, bevor ich los muss. Ich könnte eine kleine Raucherpause machen. Oh, mein Rachen ist auch so vertrocknet. Ich hole mir besser was zu trinken. Auch mein Bauch tut immer um diese Uhrzeit so weh. Ich will das nicht aushalten, bis die ganze Fahrt vorbei ist. Jumaifik, sie ist wieder da. Spoiler. Zweite Nacht ist sie nicht mehr da. Ja, aber ich habe schon mal gesagt, das habt ihr natürlich mitbekommen, aber die Musik erinnert mich super an Five Nights at Freddy's. Einfach. Fehlt nur noch das. Hallo? So, Toilette. Mir muss egal gehen. Pupi. Das Spiel will das wie Pupi machen.
besetzt. Gemeini. Ja. Wo bin ich? Also, hier bin ich. Spielen. Und wir gehen wieder raus. Sound. Wie komme ich denn jetzt? Achso, weil ich das verstellt habe. Oh Mann. War jetzt nicht so schlau von mir. Okay. Was mir auch schon aufgefallen ist, wir werden von dem Spiel aufgefordert, Pupi zu machen, aber dürfen uns unsere Hände danach nicht waschen. Ne, ist cool. Ach ja. Und die Spiegelung ist hier ganz weird. In der Spiegelung, ihr seht, hier ist keine Tür. Ich habe immer noch die Befürchtung, das hat sich bis jetzt nicht bewahrheitet, dass hier noch was passiert in dieser Spiegelung. Wir wollen uns was zu trinken. Ich bin trotzdem noch angespannt. Wo ich ja weiß, dass jetzt nicht wirklich was passieren wird. Aber ich mag einfach das nicht. Spät in der Nacht, U-Bahn-Station, wir sind komplett alleine. Das Spiel heißt Ghost Train. So, wir gehen in die Raucher-Ecke, in den Raucherbereich. Der für mich auch noch keinen Sinn macht, wenn der keinen Abzug hat. Also ich meine, man sieht es ja nicht wirklich, aber wenn der keinen Abzug hat, dann macht das ja keinen Sinn, wenn man den Raum hier einfach voll raucht, dann die Tür aufmacht, weil man rausgehen will, und da geht alles raus. So. Naja. Ach ja. Feierabend. Endlich nach Hause. So stressig hier immer. Das Leben als Manager ist schon so. Büroarbeit da. Jetzt sind wir fertig. Jetzt warten wir, bis der Zug kommt. Na, ich glaube, ich höre einen Joker schon. Ja. Dies ist unsere. Hallo. Perfekt. Ja. Jetzt mal reinquetschen. So, hier sind wir. Jetzt muss ich natürlich zu meinem Favoriten, meinem absoluten Lieblingsplatz. Die Ecke von der zweiten Couch. Ich verstehe das immer noch nicht. Die Ecke von der zweiten Couch. So. Hier. Aber das macht halt keinen Sinn. Hallo. She's the Olympic Lion that always... Achso, mein Gott, ich muss übersetzen. Weil ich das schon übersetzt habe. Sie ist die OL, weiß ich bis jetzt nicht, was es sein soll. Sie ist die OL, die immer den letzten Zug nimmt. Ich will sie lieber allein lassen. Ich bin müde und ich bin mir sicher, sie ist es auch. OL habe ich jetzt einfach den Spaß mir erlaubt. Olympic Lion. Ich dachte erst Old Lady, aber wenn sie halt auch noch mal arbeiten geht, dann weiß ich nicht. So, das ist natürlich jetzt hier unsere Corner. Wir setzen uns hin. Warum auch immer, was das mit the second, weil es der zweite Waggon ist. Ich habe das Ding vergessen, Alter. Ich hab gedacht, was ist es? Alter, weggeschallert. Hey, hey. Ist doch mein Stopp nicht gerade einfach vorbeigefahren? Oh, es ist bloß meine Vorstellung. Hey, vielleicht kann ich mit jemandem reden, um das zu bestätigen. Vor allem, weil der Stopp vorbeigefahren ist, ne? Nicht wir an dem Stopp. Oh Mann. Entschuldigung. Hast du gerade gesehen, was da passiert ist? Ja, habe ich. Aber ich kann meine Energie nicht aufbringen, um irgendwas dagegen zu tun.
War gut für dich. Das war mein Stopp. Jetzt muss ich das Taxi nach Hause nehmen. Soll ich losgehen und zum Schaffner gehen und mit ihm reden? Oh, wie nett von. Aber es ist sehr, sehr offensichtlich, dass sie erschöpft ist von ihrer überstundenliegenden Arbeit. Das kann ich hier von den Augen ablesen. Nein, nein, bitte. Ich kann dich das nicht tun lassen. Ich gehe selber. Du kannst hier bleiben, dich ausruhen. Okay. Aber sag Bescheid, wenn ich bei irgendwas helfen kann, okay? Mach mal. Wir gehen los. Wir reden jetzt hier mal Tacheles. Was soll denn das? So. Ach man. Das macht es immer und ich weiß noch nicht warum. Also, ich sag jetzt nicht, an was mich das jedes Mal erinnert, wenn ich im Augenwinkel das an mir vorbeiziehen sehe. Ich denke nicht an den Finger. Warte mal, hey. Also, könnt ihr noch gar nicht wissen, wenn es nicht war, ne? Ja, was ist er denn jetzt? Ja, servus. Servus, Ferdinand. Wie kann? Psst. Reisen denn kommen? Wie? Psst. Ey, ich hab's echt eilig. Könntest du bitte zur Seite gehen? Willkommen! Nicht in einer guten Laune. Psst. Oh, das ist nicht gut. Er hört nicht auf mich. Was auch immer es ist. Tu ihm lieber das, was er will. Jetzt halten wir alle. Diese kleinen Viecherlis zu holen. Ich kann mich einfach in dem Spiel nicht mehr an die... Also so, ja. Ich kann mich nicht mehr an die Enten erinnern. Oder ob es mehr als zwei gab. Zwei gibt es auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht mehr, was man dafür tun hat müssen. Also wirklich, ich habe keine Ahnung mehr. Und es ist ja nicht schlimm, aber ich will halt nur so wenig wie möglich Leute verärgern, beziehungsweise mögliche paranormalen Aktivitäten in Spielen, weil das heißt mehr Jumpscares und das heißt wiederum, ich scheiß mir Hosen. Und das heißt wiederum nicht gut riechen und dann bin ich traurig. Und das wollen wir nicht. Kann ich eigentlich mit dir jetzt nochmal reden? Jo, stimmt. Du könntest mir helfen, mir die dritte suchen, aber ich weiß, wo sie ist. Okay. Oh. Wallhack. Habe ich aber auch beim ersten Mal relativ schnell gesehen. Ich übe mal. Wie gut geht es? Weiß ich nicht. Ob das schneller ist. Sich nochmal umzudrehen. Warum ich das Ganze mache? Ich weiß es auch nicht. Ich habe aber so leise in irgendeiner Erinnerung, dass wir hier verfolgt werden. Ja, da ist sie wieder. Ich kann dich immer noch nicht reinlassen. Es nervt. Muss ich leider dann halt einfach da lassen, ne? So, schau mal, was ich da hab. Ist die eigentlich grün? Oh, die ist doch grün, oder? Bitte. So schaut er aus. Die braune? Oder die braunen?
Ja, eigentlich die Braunen. Nicht in der guten Laune. Also die Braunen haben schlechte Laune. Gehen wir zum Schaffner. So, hallo Mister. Hey. Benötigen Sie etwas? Ob ich irgendwas benötige? Ja. Ich möchte, dass der Zug an der nächsten Haltestelle hält. Bitte. Weil sie vergaß nämlich bei der alten zu stoppen. Oh, ist das wirklich so? Boah, ich muss irgendwie voll abgedriftet sein. Ich entschuldige mich natürlich für die Probleme, die wir bereitet haben. Wir werden eine Kompensation für Sie vorbereiten, die nach diesem Missgeschick benötigt. Bitte lassen Sie Ihre Kontaktinformationen da. Da habe ich mich auch schon gefragt, würdet ihr das machen? Bei sowas, wenn jetzt eine eure U-Bahn ein Stopp, ich sag jetzt U-Bahn, ich sag jetzt nicht Zug, weil da kann es natürlich noch mal weiter weg sein. Aber U-Bahn. Würdet ihr dann was unternehmen? Würdet ihr eure Kontaktdaten da lassen und würdet eine Beschwerde schreiben? Also ich glaube, ich wäre super genervt und denke mir, warum muss das jetzt mir passieren? Aber ich glaube, ich wäre da viel zu. Das wäre mir dann auch einfach zu blöd, da irgendwas zu schreiben, weil ich meine, Fehler passieren halt, ne? Sagt er auch. Ja, ich habe nicht die Zeit und die Energie, mich zu beschweren bei der Zuggesellschaft. Ich bin einfach nur beruhigt, dass es nichts Ernstes war. Ich lasse es mal gut gehen für dieses Mal. Oh, hab gar keine Lust morgen zur Arbeit. Boah, richtig stressig wieder. Was tue ich überhaupt mit meinem Leben? Tja, 25.07. We are back. Hallo. Wieder keiner da. Wir haben wieder den letzten Zug. Wir müssen wieder Gagi machen. Ist die Tür jetzt auf? Brauchen wir nicht. Sind wieder die zwei gleichen versperrt? Warum auch immer? Wir machen mal unser Geschäftlein, ne? Was muss, das muss. Ist immer noch nicht wo. Ach, hier ist die Tür, ne? Okay, rein theoretisch. Da macht das ja gar. Macht das dann Sinn? Wie hockst denn du dann hier eigentlich? Oder? Da steht man, aber selbst wenn ich in die Richtung stehe, dann stehe ich immer noch schräg zur Tür. Nein. Das sind für mich die ernsten Fragen, die man hier beantworten muss. Ach ja. Das ging wieder gut. Hose hoch. Gut, Gürtel machen wir zu. Mach die gleiche Unordnung. Darf immer noch keine Hände waschen, weil warum denn auch? Stinky, mach mal die Tür wieder zu. So wie sie es gehört. Das habe ich nicht ausprobiert gehabt vorher. Wusste nicht, dass es geht. Wie gesagt, ich vermeide alles, das negative Auswirkungen auf mich haben kann. Ich hoffe, das war nicht schon eine. Feiertrink, ja. Ich meine, wir machen eh dann, wenn es, ich weiß nicht, wie viele Enten es gibt, aber wenn es dann halt auch Enten gibt, ja. Logischerweise machen wir dann auch die zweite. Oder die anderen. Werde ich wahrscheinlich heute nicht schaffen. Ich will heute nur einen Durchgang durchbringen. So. So haben wir wieder eine. Ach ja. Harte Arbeit. Ich quäl mich selbst zu. Ah. Wieder so leer. Hallo? Ich
Also gehen die Lichter nicht richtig. Jedes Horrorgame mag es. Jeder, der das spielt, mag es nicht. Natürlich flackert auch nur das Licht, das genau gegenüber von uns ist. Alles andere ist okay. Ich habe es gar schon gespielt, aber es ist immer noch ein ungutes Gefühl. Super ungut. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich habe, glaube ich, ein paar Sachen im Kopf, auf die ich mich gar nicht freue. Wir müssen da jetzt das Bild weg. Warum sieht es so aus, als wäre es weggebrannt? Wow. Holy shit, mal Sicherheitsabstand. Aber es hat mich das Ding ja so weggenommen. Das habe ich heute auch nicht gemacht. Schade, ich dachte, man sieht vielleicht was. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mich verfolgt irgendwas. Das ist super schlimm. Gut, hoffen wir mal, heute kommen wir schneller heim. Heute passiert das nicht. Ach ja.